Hallihallo, all ihr Menschen aller Geschlechter und Völker und damit herzlich willkommen zurück in mein Let's Play zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und jetzt fangen wir an mit der Sequel-Trilogie, das Erwachen der Macht. Nämlich als Darth Vader bzw. Anakin Skywalker damals alle Jedis vernichtet hat in der Order 66 und dann Jahre später sich selbst und den Imperator getötet hat, hat er das Gleichgewicht der Macht natürlich wieder hergestellt. Und in Episode 7, ganze 30 Jahre später, erwacht die Macht erneut in Rey. Und ich würde mal sagen, fangen wir auch direkt mal an und los geht's in Das Erwachen der Macht, Episode 7. Und los geht's. Zweimal vor langer Zeit in der weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 7. Das Erwachen der Macht. Na, was bisher geschah, warum das kommt, sage ich gleich. Luke Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit erhob sich die dunkle Erste Ordnung aus der Asche des Imperiums und sie wird nicht ruhen, bis Skywalker der letzte der Jedi vernichtet ist. Unterstützt von der Republik erführt General Leia Organa den mutigen Widerstand an. Sie versucht verzweifelt, ihren Bruder Luke zu finden, um mit seiner Hilfe Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis wiederherzustellen. Leia hat ihren mutigsten Piloten auf geheime Mission nach Jakku ausgesandt, wo ein alter Verbündeter einen Hinweis auf Lukes Aufenthaltsort entdeckt hat. Nämlich wird sehr wahrscheinlich jetzt das Intro-Video wieder fehlen, das ich natürlich wieder reinschneiden werde, sobald die Schrift weg ist. Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Der General sucht schon ewig danach. Wir kriegen Gesellschaft. Wer erteilt euch die Erlaubnis, den Helm abzusetzen? Entschuldigt, Captain. Piu, 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 piu. Und da sind wir wieder, direkt nach dem Intro-Video. Und wie gesagt, war das Intro-Video natürlich nicht drin, das habe ich selbst reingeschnitten. Weil als ich mich damals das ausgetestet habe, habe ich diese Episode hier gestartet und da war das Intro-Video schon da und jetzt ist das halt nicht mehr da. Und das ist kein Hauptlevel, ist so klar dann. Los geht's, wir sind jetzt wieder Poe Dameron. Das heißt wieder das erste Mal und hier haben wir auch BB-8. Was halt natürlich auch der Grund ist, warum ich ihn damals schon freigeschaltet hatte. Und los geht's. Das ist echt wie, auch natürlich am Anfang wie Episode 4, ne? Ein geheimer Androide mit einem geheimen Auftrag auf einem Wüstenplanet, wo man halt jemanden finden muss. Das ist halt wie 1 zu 1 Episode 4. Ey, du da. Du bist nicht Finn, ne? Du bist nicht John Boyega, oder? Nein. Wobei ich sagen muss, ich mag die Daisy Ridley halt sehr gerne halt, ne? Nur halt Episode 7, 8 und 7 war ja noch okay. Ich weiß halt nicht. Bei mir spalten sich halt ein bisschen so die... die Meinung über Episode 7, 8 und 9. Oh, die Waffe klingt geil von Poe. Das ist halt jetzt genau 30 Jahre später halt auch, naja. Vor allem, eine Sache finde ich auch komisch. Warum zum Teufel haben Han und Leia ihren Sohn Ben genannt? Das gibt gar keinen Sinn. Erstens kannte Leia Ben überhaupt gar nicht. Also hat er nicht wirklich diesen Bezugspunkt zu ihm überhaupt gehabt, um ihren Sohn später Ben zu nennen, wenn dann ist Luke eigentlich derjenige, was eigentlich auch in Star Wars Legends oder im Original Star Wars früher auch der Fall war, weil da hatte Luke nämlich mit der Mara Jade einen Sohn, der Ben hieß, da ergibt der Name halt viel mehr Sinn als der Sohn von Han und Leia. Das ist der erste Punkt, der mich halt schon stört. Aber wie gesagt... Trotzdem werde ich Episode 7, 8 und 9 hier spielen, weil das gehört zu den 8% zu, 100% zu und ein paar Szenen fand ich auch gut in den Filmen. War ja nicht so, dass die Filme kompletter Scheiß waren. Die hatten schon ihre Momente, die Filme. Fliege zu Poe's X-Flügler. Ich würde sagen, dann halten wir uns glaube ich auch gar nicht so lange auf, sondern dann fliegen wir jetzt direkt los mit dem X-Flügler. Weil ich mag Rey halt, mag ich der halt sehr, sehr gerne. Ey, was wollt ihr? Ich bin Poe Dameron! Bam, bam, bam! Okay, und los geht's. Angriff auf Tua 0. Geschichte fortsetzen. Nimm du das. Bei dir ist es sicherer als bei mir.
Ein Cookie. Ein Jaffa Cape Milch. Na, da haben wir Ben. Die Karte zu Skywalker. Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Sie ist in einer DB-Einheit. Wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Das Finn. Dein blutiger Händeabdruck und dann ist ich lieber einen Kuchen auf dem Gesicht geschmiert. Und da haben wir Rey. Wie gesagt, ich mag Rey halt sehr gern. Auch wenn die Rey eine Mary Sue ist. Oh ja, die ist mehr als, die ist eine richtige Mary Sue, ey. Die kann von Anfang an direkt alles. Von Anfang an kann die alles. Die kann die Macht von Anfang an perfekt. Die kann von Anfang an Lichtschwerter kämpfen perfekt. Die kann ein Schiff fliegen perfekt. Die kann alles perfekt. Die stürzt kein bisschen mal. Also die kann direkt von Anfang an direkt alles. Das ist halt eine Mary Sue, die halt keine Schwächen hat. Nur Stärken und Stärken und keine Schwächen. Aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gehe ich jetzt erstmal den Multiplikator kaufen. Wo ist es? Da. Nee, hä? Da. Mal 8. Perfekt. Und jetzt haben wir mal 384 Punkte. Und das ist eine Menge. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch schneller. Vor allem, wie viel brauchen wir jetzt irgendwas mit 300 Millionen? Es dauert halt sehr lange, bis wir die Punkte zusammenkriegen. Wow. Wie gesagt, ich mag die Rey halt, wie gesagt, halt sehr gerne. Als Daisy Ridley fand ich die halt ziemlich cool. Als halt Daisy Ridley halt. Okay, dann gehen wir erstmal nach... Ach, so, da hinten fängt's an. Jakku. Weil Jakku ist einfach auch nur ein Klon von Tatooine, ne? Ja, ja. Okay, dann fangen wir direkt mal an. Erste Geschäftsordnung. Anker. Das Anker-Plug ist das, ne? Diese Ration verteilt, oder? Die Namen kann ich mir eigentlich relativ gut merken, wo ich Filme, was glaube ich, nur einmal gesehen habe. Das war damals im Kino. Episode 7 habe ich im Kino gesehen. 8 nicht, aber 9 habe ich wieder im Kino gesehen. Du brauchst einen Piloten, oder? Wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Kannst du einen TIE-Jäger fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. Und da haben wir schon einen Multiplikator voll. Ey, du da oben! Warum können das eigentlich meistens immer nur die Rebellen? Das ist richtig. Ich gehe erstmal die andere Richtung. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier oben in den Level. Gott, ist das groß hier. Hier kann ich von mir aus gern alles zerstören.
Gott sei Dank, ich bin gerade durchgelaufen, krittert nicht. Das ist nicht auszuhalten. Karaoke-Abend. wo ist denn Finn? Wo ist denn Poe Dameron schon wieder hin, ey? Gerade Maus zu wieder? Der Hangar ist hinter diesen Türen. Ach du heilige Scheiße, das ist riesig, das Level, ey. Oben. Oh, up, left, right, left. Was? Nein! Oh shit, hab ich verklickt. Hä? Ich drück doch die Taste. Ich dachte, ich hätte die Taste gedrückt. Aber dann habe ich mich wohl verklickt. Das ist der Serverraum. Ist das schlecht? Da drin können wir das Alarmsystem deaktivieren. Wo wollt ihr denn? Das Alarmsystem deaktivieren. Wie aktivieren wir denn das Alarmsystem? Wer? Ich? Ach da. Hey, das ist mal eine Frau und trotzdem eine Frau mit Männerstimme. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Das ist der Alarm, der da oben, ne? Diese roten Dinger, ne? Die ich jetzt nicht abknallen will. Ups. Bring den Gefangenen zu den Zellen. Los, Bewegung. Wie sollen wir an den Wachen vorbeikommen? Ich lass mir was einfallen. Ich hab schon auf die raufgeballert gerade. Siehst du den Offizier, der durch die Tür links geht? Ich schätze, dort finden wir vielleicht passende Teile. Was ist denn auf der anderen Seite hinten gewesen? Wo ist ich? Ich hab keine Ahnung, wo Poe Dameron ist, ne? Der ist mal wieder, weiß, keine Ahnung wo. Er hat sich mal wieder in Luft aufgelöst. Ach, hier ist der, der hängt in der Wand fest. Sag ja, warum zum Teufel soll ich irgendwas von meiner Figur upgraden, ey? Es ist voll sinnlos. Ich kann da so alles kaputt machen. Bäm! Alter, alles zerstören hier. Das ist nied- und nagelfestes. Macht ziemlich viel Spaß. Da ist eine PowerPoint-Coin. Kommt da hinten rein. Mal sehen. Purple into Purple. Du. Wo sind die anderen? Eine gute Frage. Stimmt, wo sind die anderen Fahrer? Ach, da hinten rechts steht Orange. Ich schätze erst. Orange into Orange. Und wo ist gelb? Grün. Da ist grün. Ist klar. Und da ist grün. Open Sesame.
fast geschafft. Möglicherweise kommen wir ja wirklich lebend hier raus. Die Alternative gefällt mir nicht besonders. Alternative. Keine Ahnung, welchen Weg wir gerade hier nehmen. Wir gehen irgendwie unterirdisch durch, ne? Warte, ich kann da durch, oder? Ne, okay, ich kann da nicht durch. Ach, da. Oh, Poe Dameron, du musst mal eben kurz die Tür öffnen, bitte. Danke. Hi. Wir müssen in den Teiljäger da drüben. Und was machen wir jetzt? Weiter als bis zum Teiljäger kommen, habe ich nicht gedacht. Okay, wir kommen hier raus. Lebend, denke ich. Jawohl! Habt ihr alle rausgesaugt? Wie geil ist das denn? Auch nicht schlecht. Ja gut, ich werde jetzt hier nicht alles zerstören. Nee, das ist mal wieder viel zu viel. Das ist der Overkill einfach nur, wenn ich alles zerstören würde. Anfang war ja okay, aber jetzt ist auch zu viel des Guten. Hey, wie heißt du eigentlich? FN2187. FN, ja? Ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Finn! Hört sich gut an. 2187, so heißt auch die Rotierungs-, die Gefangene, die Gefangenzelle, die Zellnummer von Prinzessin Leia. Sobald wir diese Kabel getrennt haben, sind wir hier weg. Wir fliegen zurück nach Jakku. Ich muss meinen Droiden holen. Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Okay, das war's schon. Oder ist Hux, ne? Okay. Das ist nicht gut. Das ist mal bombisch. Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Okay. Alles klar. Erste Geschäftsordnung. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Wieder gibt es wieder ein paar schöne Stutz. Wie viele? Ordentlich. Das ist mir egal, morgen egal. Alles klar. Cool. So, machen wir weiter. Aber erstmal gehen wir mal kurz mal bei Rey rein. Hey, dieser lilane Teddybär, ne? Der kommt so oft vor.
Das ist der von Anakin. Vor allem die Theorien, die ganzen Filmtheorien, die sich um Rey gedreht hatten damals. Naja, wer könnte Rey sein? Ist sie entweder eine Enkelin von Anakin, also die Tochter von Luke? Aber dann steht ja auch, dass sie die Tochter von Palpatine ist. Beziehungsweise die Tochter von einem Klon von Palpatine war das doch, ne? Also, glaube ich, ne? War das auch so, oder? Ein Klon von Palpatine ist der Vater von Rey. Wenn ich mich nicht irre. Wenn die, wenn das wirklich so war, dann ja. Was haben die geraucht, die Schreiber? Was hat J.J. Abrams geraucht? Ich bring dich nach Nima. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Ja, Nima ausposten. Aber okay, ja, ich muss auch noch was vorher was erledigen, Leute. Und dafür würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder zu meinem Let's Play zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Tschö, euer Dagevian.